Ja, es geht streng zu in einem Knast in einem osteuropäischen Frauenstaat. Das spürt der Journalist Michael B., der unversehens in die Gewalt sadistischer Knastwärterinnen gerät. Was er dabei erlebt, schildert der Autor Kurt Moritz in diesem neuen Taschenbuch. Es handelt sich um eine SM-Fiktion, die sowohl als Taschenbuch bei Amazon als auch in Form eines E-Books erhältlich ist. Auch das E-Book gibt es nur bei Amazon. Werfen wir einen Blick auf den Rückentext. Für den erfahrenen Journalisten Michael B. war es zunächst reine Routine. Er recherchierte in einem osteuropäischen Kleinstaat, in dem seit ein paar Jahren eine junge Präsidentin das Sagen hat. Männer haben allenfalls noch dienende Funktionen. Anfangs feierten Feministinnen in aller Welt das Feminat im Osten als Leuchtturmprojekt. Doch dann drangen Berichte mit Einzelheiten über die despotische Herrschaft der Präsidentin an die Öffentlichkeit. Michael wollte der Sache auf den Grund gehen. Doch weil er seine neugierige Nase zu tief in die inneren Angelegenheiten des Frauenstaates steckte, muss er nun im Knast der strengen Damen leiden. Er ist voll und ganz der Lust und Laune der jungen Aufseherinnen und Richterinnen ausgeliefert. Selbst die kleinste Verfehlung wird von den Ladies gnadenlos bestraft. Doch das Schlimmste soll Michael noch bevorstehen, als er vor seine Richterin tritt. Gönnen Sie sich diese spannende Lektüre. Oh nein, bitte nicht, Frau Aufseherin, bitte. Ah.